Potsdam im Juli 1945. Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs kommen zu ihrer letzten gemeinsamen Konferenz zusammen. Harry Truman, Joseph Stalin und Winston Churchill verhandeln über die Zeit nach dem Ende des Krieges. Zwar hat Nazi-Deutschland bereits kapituliert, doch auf der anderen Seite des Globus ist der Weltkrieg noch in vollem Gang. Im Pazifik führen US-amerikanische Truppen einen Zehnkampf gegen Japan. Ihre Verluste sind enorm. Um das Kaiserreich endgültig in die Knie zu zwingen, hatte Truman den sowjetischen Diktator Stalin dazu bewegt, Japan ebenfalls den Krieg zu erklären. Nach dem Sieg über Nippon werde er dafür große Einflussgebiete in Ostasien erhalten, Japans ehemalige Kolonialgebiete. Stalin nimmt an. Japan hat sich aufgrund der Tatsache, dass sie ein großes japanisches Reich schaffen wollten, relativ weit im Krieg ausgedehnt. Das geht bis runter nach Südostasien, weit nach China hinein. Es geht bis an die sowjetische Grenze nach oben. Und auch Korea ist 1945 noch das Kolonialgebiet der Japaner. Und man weiß allerdings nicht genau, wie lange man noch in Japan kämpfen soll oder kämpfen muss. Und es geht davon die Rede, dass man möglicherweise bis 1949 noch mit den Japanern kämpfen muss. Man weiß, dass sie sehr fanatisch sind. Und dies ist auch im Grunde genommen die Vorüberlegung für den Einsatz der Atombombe dann gewesen. Noch in Berlin hatte Truman die Nachricht erhalten, dass die ersten Atombomben einsatzbereit seien. Er befiehlt, den Krieg im Pazifik mit einem Schlag zu beenden. Truman hofft, die Japaner zur Kapitulation zu bringen, bevor die Sowjets in den Krieg eingreifen können. Am 6. August um 15 Uhr Ortszeit kehrt die Enola Gay auf ihren Stützpunkt auf der Pazifikinsel Tinian zurück. Der B-29-Bomber hat an diesem Morgen die erste Atombombe über der japanischen Großstadt Hiroshima abgeworfen. Der amerikanische Präsident ist über den Abwurf bereits informiert. Aus der Hand von General Spartz erhält Oberst Paul Tibbets, der Pilot der Enola Gay, den höchsten Verdienstorden der USA. Spartz hatte von Truman freie Hand bei der Zielauswahl für den Atombombenabwurf erhalten. Am 9. August wird Fat Man verladen. Den Einsatz der zweiten Bombe haben die Generäle auf Tinian am Vortag eigenmächtig beschlossen. Die generelle Order des Präsidenten, wonach die Atombomben nach dem 3. August einsatzbereit seien und nacheinander abgeworfen werden sollten, ist ihnen Befehlsgrundlage genug. Um 11 Uhr vormittags klingt der Bombenschütze die Bombe über Nagasaki aus. An diesem Tag und in den folgenden Wochen sterben etwa 20.000 Menschen. 50.000 werden schwer verletzt. Auch Hiroshima existiert nicht mehr. Hier sind etwa 100.000 Menschen ums Leben gekommen. Der Zweite Weltkrieg wird mit einer Waffe von ungeheurer Zerstörungskraft beendet. Der Kalte Krieg hat begonnen. Da gibt es viele Gründe, warum die Bomben geworfen wurden. Natürlich wollte man auch das Atommonopol gegenüber den Sowjets demonstrieren. Molotow hat an einer Stelle mal gesagt, die beiden Bomben galten eigentlich uns. In dieser Situation damals hoffen ja die Japaner, dass Stalin sozusagen vermittelnd zwischen Japan und den USA aktiv wird. Und er macht das Gegenteil, er gibt eine Kriegserklärung. Und dann stößt die Rote Armee in die Mandschurei vor. Und relativ weit auch in Nordkorea, einige ganz wenige kommen bis nach Seoul. Bis zu einem Zeitpunkt, wo die amerikanischen Soldaten noch 1000 Kilometer weg sind. Stalin will sich seinen Teil der Kriegsbeute nicht entgehen lassen. Der Nichtangriffspakt mit Japan ist nur noch Makulatur. Zwei Tage nach dem Abwurf der ersten Atombombe startet Marschall Alexander Wassilewski die sowjetische Offensive gegen das ostasiatische Kaiserreich. Die Operation Auguststurm. 80 Divisionen mit 1,5 Millionen Soldaten und über 5000 Panzern dringen in die Mongolei und in die Mandschurei vor. Tatsächlich haben die japanischen Besatzungstruppen der gut ausgerüsteten Roten Armee nicht viel entgegenzusetzen.
Der Tenno und seine Regierung kapitulieren innerhalb einer Woche. Auch nach der japanischen Kapitulationserklärung rücken die sowjetischen Streitkräfte weiter vor und besetzen Teile der Mongolei und der Mandschurei, Sachalin und die Kurilen. Am 18. August landen Truppen in drei groß angelegten Amphibienaktionen im Nordwesten der koreanischen Halbinsel. Dann marschieren die ersten Einheiten der Roten Armee in Richtung Pjöngjang. Die sowjetischen Eroberer beginnen unverzüglich mit der systematischen Entwaffnung der japanischen Besatzungstruppen. Die ehemaligen Kolonialherren werden enteignet und gefangen genommen. Die Rote Armee befreit tausende koreanische Zwangsarbeiter. Am 24. September marschieren die siegreichen sowjetischen Truppen in Pjöngjang ein. Erste Truppenteile der Roten Armee hatten bereits 6 Wochen zuvor, am 10. August, die koreanische Grenze im Norden des Landes überschritten und waren in Richtung Süden marschiert. Noch am selben Tag entscheidet man in Washington, ebenfalls einen Teil des Landes zu besetzen. Eine geeignete Zonengrenze ist schnell festgelegt. Diese Linie, die sie da gefunden haben, besteht heute noch. Es ist nach wie vor die schlimmste Grenztrennlinie, die es überhaupt gibt. Wie ist die zustande gekommen? Das ist wirklich also atemberaubend. Man ist sich im Klaren, der Krieg ist plötzlich relativ zu Ende. Japan wird kapitulieren nach dem zweiten Abwurf der Atombombe. Und dann sitzt dieses Komitee aus Pentagon und State Department, Navy und Army in Washington. Und einer aus dem Pentagon hat eine kleine Karte aus Korea in seinem Zimmer. Schaut sich das an. Die Hälfte ungefähr, 38 Breitengrad. Passt so ungefähr. Die schlagen dann vor 38 Breitengrad. Und einer meint, ah, können wir nicht den 39. nehmen? Dann haben wir da ihren, wenn man darüber geht, ist dann noch, gehört uns noch. Ne? Dann meint den 40. Und dann meint er, den 40. wird Stalin nie akzeptieren. 39. auch nicht. 38. Einigt man sich auf diesen 38. innerhalb von 30 Minuten. Am 2. September trifft eine japanische Delegation auf dem Schlachtschiff USS Missouri ein. Als Oberkommandierender der alliierten Mächte nimmt General Douglas MacArthur die bedingungslose Kapitulation des japanischen Kaiserreichs entgegen. Der letzte Akt des Zweiten Weltkriegs ist beendet. MacArthur befehligt nun die Besatzungstruppen im japanischen Kaiserreich samt seiner Kolonialgebiete. Am 9. September endet die japanische Herrschaft auch in Korea. In Seoul unterzeichnet Vizeadmiral Amagashi die Kapitulationsurkunde. Im Regierungsgebäude findet die offizielle Kapitulation der japanischen Streitkräfte in Korea statt. Der General der Vereinigten Staaten John R. Hodge unterzeichnet für die Vereinten Nationen. Die japanische Flagge wird eingeholt. 23 Millionen Koreaner werden von der japanischen Unterdrückung befreit, gegen die sie nie die Möglichkeit hatten zu kämpfen. Die geschlagenen japanischen Truppen müssen unter den Augen ihrer ehemaligen Untergebenen ihre Posten räumen. Erleichtert sehen die Koreaner ihre verhassten Unterdrücker abziehen. Zehntausende Landsleute waren von ihnen als Zwangsarbeiter verschleppt, Hunderttausende Frauen als Zwangsprostituierte versklavt worden. Mithilfe der amerikanischen Truppen sollen die Koreaner nun eine Zivilverwaltung aufbauen. Doch schon bald drohen die US-Militärs an ihrer eigenen Besatzungspolitik zu scheitern. In Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten belassen sie viele Japaner auf ihren Verwaltungspositionen und deren ehemalige Kollaborateure. Japan war keine sehr freundliche Kolonialmacht. Die haben dieses Land seit 1910 besetzt und total ausgebeutet, und zwar in einer Art und Weise mit Zwangsarbeitern. Bis heute ist ja noch ein Problem, dass hunderttausende Frauen in den Bordellen der Militärs waren. Und am Ende dieses Krieges konnten 80% der Koreaner weder lesen noch schreiben. Also das war eine ganz schlimme Kolonialpolitik. Doch die Illusion der Freiheit hält nur kurz. Auch die neuen Besatzer zwingen der Bevölkerung ihren Willen auf. Der von den US-Truppen aufgestellte Polizeiapparat beginnt unverzüglich, sogenannte linke Aktivitäten zu unterdrücken.
Forderungen nach nationaler Unabhängigkeit sollen im Keim erstickt werden. Die Demarkationslinie am 38. Breitengrad wird unterdessen von den Sowjets zu einer unüberwindlichen Grenze ausgebaut, deren Überquerung einer Erlaubnis bedarf. Die wirtschaftliche Lage des Landes verschlechtert sich rapide. Douglas MacArthur berichtet nach Washington, Korea treibe auf einen politischen und wirtschaftlichen Abgrund zu. Als am 27. Dezember 1945 die Außenminister der Sowjetunion, Großbritanniens und der USA in Moskau zu einer Konferenz zusammenkommen, wird auch die disparate Lage Koreas auf die Tagesordnung gesetzt. Wjatscheslaw Molotow, Ernest Bevin und James Byrne vereinbaren die Bildung einer provisorischen demokratischen Regierung in Korea. Die USA sehen von ihrem ursprünglichen Plan, den Staat erst nach 30 Jahren in die Selbstständigkeit zu entlassen, ab. Man einigt sich darauf, dass die ehemalige japanische Kolonie nun bereits innerhalb von 5 Jahren eine eigenständige Regierung aufbauen soll. Man trifft sich mehrmals und deutlich macht man fest, also es wird eine sowjetisch-amerikanische Kommission eingerichtet für Korea. Und die soll sich dann zusammensetzen und die Probleme lösen. Am Ende soll eine provisorische Regierung stehen. Und über diese Regierung wird dann diese Treuhand gestellt mit 4 Mächten, also USA, Sowjetunion, Großbritannien und China. Am 20. März 1946 tagt die Kommission zum ersten Mal. Auf sowjetischer Seite führt General Terentij Stukov die Verhandlungen. Auf der amerikanischen General John R. Hodge, Oberbefehlshaber der US-Truppen in Korea. Schnell stellt sich heraus, dass die beiden Parteien keinen Konsens finden werden. Die sowjetische Propaganda zieht alle Register. Bei einem der Großaufmärsche tritt auch Kim Il-sung ins Rampenlicht. Er ist von Moskau zum Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Nordkoreas ernannt worden. Wie Kim werden auch andere an der Moskauer Universität geschult, nicht nur in ihren Fachgebieten, sondern vor allem zu Nachwuchskadern. Üppige Wirtschaftshilfen fließen aus Russland in den Staat am Rande des asiatischen Kontinents. Allmählich dämmert es den Amerikanern, dass das so nicht gut geht. Und man erkennt, dass dieses Korea sozusagen zu einem zentralen Schauplatz, zu einem ideologischen Kampfort wird zwischen 2 Systemen, weil die Voraussetzungen sind alle gleich, 80% Analphabeten, und nun wird sich zeigen, die Welt wird sehen, welches System ist hier besser, das kommunistische oder unser System. Auch die USA investieren in den Kampf um den freien Wettbewerb und unterstützen Südkorea mit Wirtschaftshilfen im Wert von jährlich $100.000. Truman ordnet an, dass General Hodge die Männer und Mittel erhält, die er braucht, um unsere Ziele durchzusetzen. Dennoch verschlechtert sich die Lage rapide. Korruption, Schwarzhandel und Streiks lassen die Wirtschaft nahezu komplett zusammenbrechen. Auch die politische Spaltung Koreas wird immer tiefer. Im Januar 1947 steht das Land kurz vor einem Aufstand. Noch wagen es südkoreanische Kommunisten, öffentlich für ein vereintes Korea kommunistischer Prägung zu demonstrieren und den Abzug der Besatzungstruppen zu fordern. Bald beginnen die unter der Aufsicht der US-amerikanischen Truppen stehenden Polizeitruppen massiv gegen linke Demonstranten vorzugehen. Jede kommunistische Strömung soll im Keim erstickt werden. Es kommt zu Massenverhaftungen und Gewalttaten, in einigen Fällen zu willkürlichen Erschießungen und Massakern an denen, die als Anhänger der kommunistischen Partei verdächtigt werden. Doch bald beginnen auch die rechtsgerichteten Nationalisten, den zügigen Abzug der Besatzungstruppen in beiden Landesteilen und die Unabhängigkeit Koreas zu fordern. In Washington sieht sich die amerikanische Regierung gezwungen, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Am 12. März 1947 hält der US-Präsident vor dem Kongress die Rede, die als Truman-Doktrin in die Geschichte eingehen soll. Er fordert darin, alle Länder, die sich von der UdSSR in ihrer Freiheit bedroht sehen, militärisch zu unterstützen. Die Truman-Doktrin ist sicherlich ideologisch eine Bedrohung. Sie wird bei der Gründung des
kommunistischen Informationsbüros 1947 als einen der ersten Punkte erwähnt, dass sozusagen das jetzt der Beweis ist, dass die Amerikaner auf Weltherrschaft dringen werden und dass man deswegen Bündnispartner suchen müsste. Für Korea spielt das natürlich insofern eine Rolle, weil das die einzige Doktrin ist, die man sozusagen in der Hand hat. Containment, also Eindämmung, heißt das Vordringen stoppen. Wir müssen zumindest diesen 38. Breitengrad einhalten. Am 17. September bringt Truman den Fall Korea vor die UN-Vollversammlung. Die USA appellieren an die Vereinten Nationen, schnellstmöglich zu prüfen, wann in dem zerrissenen Land Wahlen stattfinden könnten. Die UNO beschließt, eine unabhängige UN-Delegation solle in Korea Wahlen und eine Regierungsbildung vorbereiten. Unverzüglich wird eine United Nations Temporary Commission on Korea gebildet und nach Korea entsandt. Als die UN-Kommission Anfang Januar 1948 den Nordteil des Landes betreten will, verweigert der sowjetische Befehlshaber die Einreise. Die Delegierten beschließen, Wahlen nur in dem Teil Koreas abzuhalten, zu dem sie Zutritt haben, also Südkorea. Der von den USA favorisierte Kandidat für den Posten des Staatsoberhaupts ist der 73-jährige Syngman Rhee, ein Exilant, der die Hälfte seines Lebens in den Staaten verbracht hat. Die von der UNO angekündigten Wahlen finden am 10. Mai 1948 statt. Anders als die offiziellen Bilder es suggerieren, sind sie weder frei noch geheim oder demokratisch. Es kommt zu schweren Wahlmanipulationen. Alle linken Parteien sind verboten. Die südkoreanische Polizei verhaftet mehr als 10.000 Personen. Es gibt zahlreiche Tote und Verletzte. In den Großstädten gilt der Ausnahmezustand. Doch auch auf dem Land herrscht starke Polizeipräsenz. Die stärkste Bewegung im Süden ist sicherlich die antikommunistische Bewegung. Das hängt auch mit der Furcht vor der Sowjetunion einfach zusammen und das, was man gehört hat, was man kennt, etc. Im Norden wird nicht gewählt. Im Norden wird schlicht entschieden. Volksdemokratische Staaten haben keine Wahlen durchgeführt. Es war vorher klar, wer gewinnen wird. Und Oppositionen wurden gezielt ausgeschaltet. Ähnlich ist es in Korea. Hier soll kein Risiko eingegangen werden. Nach den vorgeblichen Wahlen am 25. August wird im Nordteil des Landes die Demokratische Volksrepublik Korea ausgerufen. Zum Regierungschef wird der 36-jährige Kim Il-sung erklärt. Kim kommt aus der anti-japanischen Partisanenbewegung und er wird durch den Druck der Japaner in die Sowjetunion abgedrängt und bleibt dann da bis zum Ende des Krieges und wird dann zurückgeschickt. Bereits am 15. August war in Seoul die Republik Korea ausgerufen worden. Am selben Tag wird der Wahlsieger Rhee in sein Amt eingeführt. Rhee ist eine Gestalt, wie sie häufiger in den Emigrationen der Nachkriegszeit dann auftaucht. Er ist erstmal Christ, er hat eine österreichische Frau. Er ist vor allen Dingen in der antikommunistischen Emigration in den USA aktiv gewesen. Er hat studiert in den USA, in Harvard unter anderem studiert. Man hat ihn aufgebaut, wie man auch andere Exilregierungen aufgebaut hat, um sie für den späteren Einsatz in ihrem Land dann wieder parat zu haben. Unter der Führung Syngman Rhees entwickelt sich Südkorea immer mehr zu einem autoritären Polizeistaat. In weiten Teilen des Landes herrscht Kriegsrecht. Kim Il-sungs Regierung führt eine radikale Bodenreform durch, inklusive Enteignungen und Verstaatlichungen. Der 38. Breitengrad wird zu einer der am schärfsten bewachten Grenzen der Welt. Nachdem die Sowjetunion und die USA den Großteil ihrer Truppen abgezogen haben, häufen sich die Zwischenfälle an der Demarkationslinie. Die Angst vor einem erneuten weltweiten Krieg führt zur Entwicklung bizarrer Szenarien für den Ernstfall. Es gibt mehrere einschlägige Pläne für den Dritten Weltkrieg, für die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion. Das ist vor allen Dingen der Plan Dropshot und der Plan Half Moon, beide 48, 49. Sozusagen in der Schublade, die davon auch ausging, dass 140 Städte bombardiert werden, dass die Sowjetunion es trotzdem schaffen wird, in Europa die Amerikaner, den ganzen Westen rauszudrängen und man dann das ganze Gebiet wieder neu hätte erobern müssen. Gleichzeitig wird dann der Mittlere Osten wieder erobert. Das hätte also ein riesiges atomares Schlachtfeld gegeben, was im Grunde genommen keiner wollte, bis auf ein paar Hardliner. Syngman Rhee und seine Rechtsdiktatur fordern wiederholt eine Wiedervereinigung Koreas mit allen Mitteln.
Seine Regierung baut bereits eine Armee auf, unterstützt von amerikanischen Waffen, Ausbildern und Geld. Nur schwere Waffen werden dem Autokraten verweigert. Doch General MacArthur versichert Ree bei seinem Antrittsbesuch, sollten die Kommunisten es wagen, Südkorea anzugreifen, werde er es verteidigen wie Kaliforniens Küste. Im März 1949 bittet Kim Il-sung Stalin erstmals um Zustimmung zu einem Angriff auf Südkorea. Doch der Diktator lehnt ab. Er hält die nordkoreanische Armee für noch zu schlecht ausgerüstet. Doch unterstützt er Kim bei der Aufrüstung. Im rohstoffreichen Nordkorea werden massenweise Nutz- und Kriegsfahrzeuge produziert. Die USA richten ihre Aufmerksamkeit zur selben Zeit auf den großen Nachbarstaat der kleinen Halbinsel. Dort herrscht Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und rechtsgerichteten Autokraten. Nach 4 Jahren Bürgerkrieg haben Maos Truppen fast ganz China erobert. Die Kuomintang ist geschlagen und ihr Anführer Chiang Kai-shek flieht mit dem Rest seiner Anhänger auf die Insel Taiwan. Maos Sieg in China ist die größte Niederlage der Amerikaner zu Beginn des Kalten Krieges. Am 1. Oktober 1949 ruft Mao Zedong vom Tor des himmlischen Friedens in Peking die Volksrepublik China aus. Angesichts dieses Schocks wurde man plötzlich sensibel gegenüber kommunistischem Landgewinn. Man wollte nun aber nun wirklich keinen Quadratmeter Boden mehr an die Roten verlieren. Man beschloss nun, dem Kommunismus buchstäblich nicht mehr das Schwarze unter dem Nagel zu überlassen. Moskau im Dezember 1949. Mao trifft ein zum Antrittsbesuch beim Großen Bruder. Der große Vorsitzende schließt einen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion. Doch von Anfang an herrscht Rivalität zwischen Mao und Stalin. Mao weiß, er sitzt also nicht sehr fest im Sattel, aber immerhin, er ist dafür. Und er braucht natürlich, um sich zu stabilisieren, seine Lage zu stabilisieren, das ganze System zu stabilisieren, auch er braucht die Hilfe Stalins. Und er fährt ja nach Moskau und Stalin empfängt ihn wochenlang ja nicht. Stalin lässt erstmal deutlich erkennen, wer hier in der kommunistischen Welt das Sagen hat. Die sowjetische Führung hatte die chinesischen Kommunisten seit den 20er Jahren massiv unterstützt. Mao war nicht Stalins Favorit gewesen. Sein Besuch wurde 3-mal verschoben. Doch nun darf der chinesische Genosse Josef Stalin zum 70. Geburtstag gratulieren. Kurz nach Maos Besuch kommt ein weiterer Bittsteller nach Moskau. Kim Il-sung. Im Frühjahr 1950 ist er wieder bei Stalin und bittet wieder um Hilfe. Und diesmal sagt Stalin ja. Und die Frage ist, warum sagt er ja? Stalin sagt zu ihm, die internationale Situation habe sich also vorteilhaft entwickelt. Einmal China, dann die Weiterentwicklung auch der Atombombe. Vor allen Dingen aber, was ist in der Zeit in den USA passiert? Dean Atchison, der Außenminister, hält eine Rede, wo er sozusagen die amerikanischen Sicherheitsinteressen definiert in Asien. Und er nennt ganz explizit die Länder, die also in diesem Sicherheitssystem drin sind, also Japan und die Philippinen. Und er erwähnt nicht Korea. Und wenn die Amerikaner öffentlich sagen, es ist nicht in unserem Sicherheitsinteresse, dann sieht das schon ganz anders aus. Hinzu kommt, die Militärs in Washington haben gesagt, also der strategische Wert Koreas ist nicht so wahnsinnig groß, um dort auch noch Truppen zu belassen, weil wir haben sowieso relativ wenig Truppen. Die USA treiben ihre Aufrüstung massiv voran. Vor allem arbeiten die Rüstungsbetriebe an Trägerflugzeugen, die in der Lage sind, Atombomben über weite Strecken zu transportieren. Erste Systeme werden von der Wochenschau stolz präsentiert. Stalin will auf keinen Fall einen Krieg gegen die Amerikaner, jedenfalls nicht ohne Grund, sondern er will eigentlich ein diplomatisches Spiel mit Druck und möglicherweise eine Art Pokerspiel. Wer hält am längsten, oder Mikado, wer hält am längsten still und wer rührt sich zuerst?
Auch das ist überall auf der Welt im Grunde genommen das Gleiche. Derjenige, der zurückweicht oder der zuerst zwinkert, hat im Kalten Krieg verloren. Und das wissen beide Seiten. Und das weiß im Grunde auch Stalin natürlich. Das ist ja ein alter Hase. Der ist doch 30 Jahre im Geschäft zu dem Zeitpunkt. Auch an den neuen mächtigen Mann der kommunistischen Welt nähert sich Kim Il-sung nun an. Nordkorea erklärt sich solidarisch mit der Volksrepublik China. Auf den Propagandaplakaten sind nun nicht mehr nur Kim und Stalin, sondern auch Kim und Mao zu sehen. Bereits während des chinesischen Bürgerkriegs hatten nordkoreanische Einheiten Maos Truppen unterstützt. Am 13. Mai 1950 reist Kim Il-sung nach Peking. Stalin hatte eine letzte Bedingung gestellt für seine Genehmigung des nordkoreanischen Angriffs. Mao muss zustimmen, den Krieg ebenfalls zu unterstützen. Stalin sagte ja, aber in seiner weitblickenden Weisheit sagte er einen Satz, der sich als verhängnisvoll herausstellen sollte. Er sagte: Ich bestimme alles und mache nichts. Ihr führt Krieg, Genossen aus Pyongyang, vorausgesetzt, die Chinesen geben euch die Logistik, den Nachschub und, wenn die Sache kritisch wird, dann übernehmen sie den Fall. In ihrer Siegestrunkenheit sagte Mao Zedong seinem Genossen Kim Il-sung alle erdenkliche Hilfe zu. Und für den Fall, dass die Amerikaner kommen, gab Mao vor Beginn des Feldzugs, schon im Frühjahr 1950, den Blankoscheck. Ich bin der Bürger, wenn sich ein asiatisch-amerikanischer Krieg entwickelt. Ich bin der Garant letzter Instanz, dass die Amerikaner von diesem asiatischen Kontinent, auf dem sie nichts zu suchen haben, von da entfernt werden. Am 10. Juni gibt Stalin endgültig grünes Licht. Die Angriffsbefehle, die der listige Diktator selbst genehmigt, sprechen von Gegenangriffen, um den Eindruck eines Überfalls Südkoreas auf den Norden zu erwecken. Ohne Stalin kein Korea. Stalin gibt jetzt im Frühjahr 1950 grünes Licht. Er gibt Anweisungen, die Divisionen auszurüsten, nordkoreanische Divisionen. Sowjetische Generäle sind aktiv in Nordkorea. Der Krieg beginnt an einem Sonntag im Morgengrauen des 25. Juni 1950. Die russische Propaganda stellt die Geschehnisse äußerst erfolgreich als Überfall aus dem Süden dar, gegen den sich die nordkoreanischen Truppen zur Wehr setzen müssten. Seit Mai hätten die Amerikaner an einem Angriffsplan auf Nordkorea gearbeitet und ihn dann mit Hilfe von mehr als 100.000 südkoreanischen Soldaten in die Tat umgesetzt. Um 4 Uhr morgens hatten die Truppen das Feuer eröffnet. Das ist ein massiver Panzerangriff gewesen. Es ist ja nur eine 200 Kilometer lange Demarkationslinie. Auf dieser Demarkationslinie greifen 150 Panzer ungefähr an, zusammen mit 130.000 Soldaten. Die amerikanische Besatzung ist im Grunde genommen nicht vorhanden. Sie sind vor allem nicht wirklich gerüstet auf so einen massiven Schlag. Und daraus kann man sich eben auch erklären, warum die laufen. Die laufen wie die Hasen und müssen das auch. Und wir haben viele Berichte darüber, dass die Soldaten die Gewehre wegwerfen und nur noch laufen. Und sie laufen eben bis an die südöstliche Ecke der koreanischen Halbinsel, also nach Busan. Das ist der letzte Brückenkopf, der gehalten werden kann. Und der wird auch noch gehalten. Am 26. Juni 1950 greifen nordkoreanische Truppen Seoul an. Nach 2 Tagen steht der Fall der Hauptstadt unmittelbar bevor. Die Regierung wird nach Süden evakuiert. Syngman Rhee appelliert an Truman, seinem Land ausgiebige Hilfe zu gewähren, damit dieser Anschlag auf den Weltfrieden abgewehrt wird. General MacArthur telegrafiert nach Washington: Die Südkoreaner sind außerstande, die Offensive abzuwehren. Dass nur der Feind Panzer und Jagdflugzeuge besitzt, bildet einen schweren Nachteil. Südkoreanische Verlustziffern lassen auf mangelnde Kampfkraft oder fehlenden Kampfgeist schließen, sodass wir baldigen völligen Zusammenbruch voraussehen. Das Gemetzel weitet sich zu einem Bürgerkrieg aus. Im Verlauf der Gefechte führen auch südkoreanische Truppen Massenerschießungen an angeblichen Kommunisten durch.
Niemand weiß, wie viele in den Massakern ums Leben gekommen sind. Bis heute sind die Massentötungen des Bürgerkriegs ein Tabu in Korea. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass dieser Koreakrieg von Anfang an mit erheblichem Hass geführt worden ist. Und man muss erklären, woher dieser Hass gekommen ist. Und vieles deutet darauf hin, dass es diese fehlende Möglichkeit davor gewesen ist, politische Konflikte auf einem nicht militärischen Wege auszufechten. Also es gibt keine parlamentarische Tradition, auf der man das in irgendeiner Weise hätte machen können, sondern es geht hier um Erobern, Töten, Herrschen. Nach der Eroberung Taeyeons am 20. Juli hatten die nordkoreanischen Truppen 5000 Einwohner exekutiert. In Pyongyangs Propaganda ist von solchen Gräueltaten nicht die Rede. Die Soldaten werden als siegreiche Befreier gefeiert, die dem Land die versprochene Wiedervereinigung bringen. Von den ungeheuren Verlusten ihrer Truppen ahnt die Bevölkerung Nordkoreas nichts. 58.000 Mann fallen in den ersten 6 Wochen des Krieges. Für Washington ist der Angriff Nordkoreas nur ein Teil des kommunistischen Plans, weite Teile der Welt unter Moskaus Herrschaft zu bringen. Kim Il-sung wird offiziell von Truman gewarnt, sein rechtloses Handeln werde nicht toleriert. Der UN-Sicherheitsrat stellt unverzüglich Truppen auf. Eine 500.000 Soldaten sollen nach Korea entsandt werden. Doch im September 1950 kontrollieren Kims Streitkräfte bereits nahezu das gesamte Land. Am 15. September 1950 beginnt eine der riskantesten Landungsoperationen in der Geschichte der Marines, die Operation Chromite. Auf rund 260 Schiffen machen sich 70.000 Mann bereit zum Angriff. Um 6.33 Uhr wird das 1. Bataillon Marines auf Feindesland abgesetzt. Erst 9 Stunden später werden die Soldaten Verstärkung erhalten. Douglas MacArthur wollte landen an einem Punkt. Und dieser Punkt war kein Strand, sondern es war eine befestigte Stadt, Incheon. Und nicht nur, dass sie befestigt war, dass sie bewaffnet war. Nein, sie lag auch auf der Höhe von Felsen. Das heißt, die Verteidiger kämpften von oben nach unten. Die Landungstruppe musste sich buchstäblich an Felsen hochhangeln und sich durchsetzen gegen welche, die von oben herunterschießen. Die amerikanischen Fachleute von Landungsoperationen sagten, das ist die verrückteste Stelle dieses Planeten, um eine Landung zu unternehmen. MacArthur gelingt, was niemand für möglich gehalten hätte. Und erreicht die Wende im Koreakrieg. Kim Il-sung hatte die Warnung seines Verbündeten Mao, die Amerikaner würden mit hoher Wahrscheinlichkeit von Incheon aus eine Offensive starten, ignoriert. Nun sind es die UN-Truppen, die zu 90% aus US-Soldaten bestehen, denen ein rascher Vormarsch gelingt. Wenige Tage nach ihrer Landung in Incheon marschieren die Einheiten bereits durch die Vororte der Hauptstadt Seoul. In Seoul liefern die Reste der nordkoreanischen Einheiten den US-Truppen noch einen zähen Kampf. 20.000 Mann haben sich noch im Häusergewirr der Stadt verschanzt. Die Stadt wird eingekreist und Straßenzug für Straßenzug durchkämmt. Schließlich erreichen die Truppen das brennende Parlamentsgebäude im Herzen von Seoul. Wenige Völker können eine so fürchterliche Befreiung erlitten haben, schreibt ein Kriegsberichterstatter über die Kämpfe. Große Rauchschwaden über uns, als ein massives Gebäude in Funkenschauern zerbricht. Rauchberge auspufft und glühend heißen Schutt auf uns abwirft. 10 Tage dauert die verlustreiche Schlacht um die Stadt.
Die Gegner kämpfen erbittert. Bald akzeptieren die Soldaten nur noch die Gefangennahme entkleideter Gegner. Nicht selten zünden scheinbar sich ergebende Nordkoreaner im letzten Moment Handgranaten. Am 28. September ist Seoul befreit. Zeitgleich gelingt den eingeschlossenen Truppen an der Südspitze der koreanischen Halbinsel der Befreiungsschlag. Und dann wird eben Pusan auch aufgebrochen und dann geht es nach Norden, dann bis zum 38. Breitengrad. Und dann kommt eigentlich die nächste große Entscheidung, nämlich die, ob man den 38. Breitengrad überschreiten soll. Die Verfolgung ihres unberechenbaren Gegners bis in sein eigenes Territorium erscheint den verantwortlichen Militärs nun keinesfalls mehr abwegig. Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Monaten sind die Bewohner Seouls in der schwer umkämpften Stadt zwischen die Fronten geraten. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Vor allem die Kinder sind dem Krieg hilflos ausgeliefert. Der Bürgerkrieg macht Hunderttausende zu Waisen. Das ist nicht nur ein Krieg gegen Kommunisten bzw. gegen die Vertreter des Westens gewesen, sondern eben auch ein Krieg der Bevölkerung untereinander, eben ein klassischer Bürgerkrieg, wo die Kombattanten der einen und der anderen Seite aufeinander losgegangen sind. Große Teile der Zivilbevölkerung haben völlig schutzlos zwischen den Fronten gestanden und waren in der Regel Opfer. Sowohl des amerikanischen Bombenkrieges als auch der Massaker von nordkoreanischen Truppen im Süden, als auch der Kriegsführung auf beiden Seiten des 38. Breitengrades. Mit der Landung im Rücken der Front hatten die UN-Truppen die Nachschublinie der Nordkoreaner schlagartig durchschnitten. Ihre Armeen sind zersprengt, in Gefangenschaft oder getötet. MacArthur dringt auf einen zügigen Vormarsch, auch über die Landesgrenze Südkoreas hinaus. Die entscheidende Frage ist, die sich dann stellt, heißt, wollen wir uns an den UNO-Auftrag halten, in dem Gebiet wieder Ruhe und Ordnung und Frieden herzustellen, wobei das Gebiet nicht definiert worden war. Ist das jetzt das ganze Korea? Und man entscheidet sich, in dem das ganze Korea. Am 15. Oktober landet der US-Präsident auf der Pazifikinsel Wake Island. Eine Woche zuvor haben US-Truppen den 38. Breitengrad überschritten und rücken nach Norden vor, bis an die Grenze Chinas. Truman traut dem Brief. Er möchte das von MacArthur persönlich hören, dass das Überschreiten des Breitengrades bis hin zum Yalu, dass die Chinesen nicht eingreifen. Er will mit MacArthur, sagt, direkt sprechen. MacArthur sagt, er kann also unmöglich jetzt weg aus Korea. Und dann trifft man sich auf dieser Wake Island. Da bekommt von MacArthur die Zusicherung, dass die Chinesen nicht eingreifen werden, sagte MacArthur. Den Zeitpunkt haben sie verpasst und sollten aber gekommen, dann machen wir sie nieder, wir schlachten sie ab wie die Tiere, wir slaughter them. Am 19. Oktober haben die US-Truppen Pyongyang erobert und stoßen dann an den Yalu vor, den Grenzfluss zwischen Nordkorea und China. Fast das gesamte Land ist besetzt. Den USA ist an einer möglichst heroischen Interpretation ihrer Siege gelegen und so beauftragt die Navy den gefeierten Regisseur John Ford, den Vormarsch seiner Landsleute auf Zelluloid zu bannen. Doch der Kalte Krieg wird nicht nur an der Propagandafront geschlagen. Zum ersten Mal betreten Kampfverbände des Westens kommunistisches Territorium. Doch den GIs bleibt der Sinn des strategischen Gefechts, das sie führen sollen, oft fremd. Vielen fällt es schwer, sich mit dem Schicksal des kleinen asiatischen Landes zu identifizieren. Dennoch kämpfen sie sich vorwärts, Hügel um Hügel, immer nach Norden. Auch in ihrem Heimatland ist der Einsatz im fernen Korea äußerst unpopulär. 5 Millionen Menschen werden bis zum Ende des Krieges auf der Flucht sein. Im Verlauf des Konflikts verliert jeder 4. Koreaner seine Heimat. Die UN-Truppen stehen dem Elend der Bevölkerung größtenteils hilflos gegenüber. Beim Oberbefehlshaber der UN-Streitkräfte macht sich Siegesgewissheit breit. MacArthur ist ganz davon überzeugt, die Schlacht gegen den Kommunismus zu schlagen. Die Nordkoreaner verschwinden.
Pjöngjang wird erobert. Das ist zum ersten Mal, dass eine westliche Truppe eine kommunistische Hauptstadt erobert. Es hat ja nie wieder gegeben. Und dann stehen amerikanische Soldaten am Yalu, der Grenzfluss zu China und Sowjetunion. Die große Frage war, wie reagieren eigentlich die Schutzmächte dieses Landes, also China und Sowjetunion? Das war die große Frage. Die ersten US-Einheiten erreichen den Yalu am 20. November. Bereits im Vorfeld hatte die chinesische Regierung den USA auf diplomatischem Wege Warnungen zukommen lassen, das Überschreiten des 38. Breitengrades werde nicht toleriert. Kim Il-sung hat sich mit seinen Truppen in Sinuiju im äußersten Nordwesten des Landes verschanzt. Er sieht keinen anderen Ausweg, als seine Verbündeten zu Hilfe zu rufen. Nun kommt die chinesische Garantie ins Spiel. Kim Il-sung rennt zu Stalin und sagt: Väterchen Stalin, wir haben verloren. Zieh uns heraus. Und Väterchen Stalin sagt: Das habe ich dir gleich gesagt. Mao Zedong ist ja vorher gefragt worden, der wollte auch gerne. Nun geht zu ihm hin. Und nun kommt die dritte und die furchtbare Phase des Krieges. Er entwickelt sich zu einem im Kern chinesisch-amerikanischen Krieg. Mao hat seinem Verbündeten Kim eine Armee von 200.000 sogenannten Freiwilligen zur Seite gestellt. Die US-Imperialisten hätten ihren Angriffskrieg blindwütig über den 38. Breitengrad geschoben, heißt es aus Peking. Mao war bereits am 1. Oktober entschlossen einzugreifen, falls sie rübergehen. Und es hat auch Hinweise gegeben, dass das passieren würde, wurden aber als Bluff angesehen von Amerikanern. Das ist wahrscheinlich die größte Fehlanalyse, die der CIA unterlaufen ist, weil sie der Meinung sind, dass die Chinesen nicht mehr eingreifen. Sie haben den Zeitpunkt verpasst, also 1950 greifen sie nicht mehr ein. Obwohl sich die Gefangennahmen chinesischer Einheiten häufen, leugnet General MacArthur weiterhin jede Gefahr eines chinesischen Eingreifens in den Krieg. Am 23. November befiehlt MacArthur die Endoffensive. Zu Weihnachten wären die Jungs wieder zu Hause, lässt der Oberbefehlshaber verlauten. Doch MacArthurs Ignoranz betrifft nicht nur die chinesische Intervention. Auch das subarktische Klima Nordkoreas macht den US-Truppen zu schaffen. Der winterliche Polarfrost am 40. Breitengrad erreicht Temperaturen von minus 30 Grad, während dort sibirische Schneestürme toben. Der Befehlshaber der 1. Marinedivision erkennt die bedrohliche Lage. Ein Winterfeldzug in den Bergen Nordkoreas ist zu viel verlangt von dem amerikanischen Soldaten. Noch immer ahnen die US-Truppen nicht, welche Gefahr sich in den Bergtälern um sie herum zusammenballt. Zwar treffen sie auch weiterhin auf bewaffnete Chinesen, Aufklärungsmaschinen der US Air Force entdecken diesseits des Yalu jedoch kaum Soldaten. Die Chinesen schafften es buchstäblich, unter den Augen amerikanischer Geheimdienstagenten, amerikanischer Yachtbomber mit ihren wunderbaren Sichtgeräten, 400.000, 500.000 Mann über den Yalu zu bringen, ohne die Brücken zu betreten, ohne dass der Gegner dies überhaupt bemerkt. Die sitzen da, siegestrunken, und vor ihrer Nase auf einem 30 Meilen Streifen etabliert sich eine 400.000 Mann Armee, die Nacht für Nacht wächst, und auch die sind unsichtbar. Sie machen das, was die Partisanen seit Jahrhunderten machen. Sie sind die Kinder des Ortes. Und jeder Regenschauer und jeder Busch und jede Schlucht und jeder Hohlweg ist ihr Verbündeter. Die anderen sind Fremde. Aber sie sind, wie Mao Zedong sagte, wie der Fisch im Wasser. Der Kampfplatz ist ihr Element.
Es ist einer der unglaublichsten Vorgänge der ganzen Militärgeschichte, dass man unter den schärfsten Augen einer modernen Armee mehrere hunderttausend Mann über Wochen hin versammelt und die unsichtbar macht. Auf General MacArthurs Befehl beginnen die US-Truppen, das gesamte Gebiet entlang der chinesischen und sowjetischen Grenzen zu besetzen. Das Risiko einer Intervention Chinas nehme er dafür in Kauf, so MacArthur in einem Telegramm nach Washington. Rotchina startet seine Großoffensive am Tag nach Thanksgiving. 300.000 chinesische Soldaten stoßen nun den 200.000 der Freiwilligen Armee hinterher. Alle Luftunterstützung ist vergeblich. Die überraschten Truppen sind unvermittelt zum Rückzug gezwungen. Die US-Armee steht vor der schwersten Niederlage ihrer Geschichte. Der Rückzug gerät zum Debakel. Bald können die Soldaten nicht mehr versorgt werden. Im eisigen Klima der nordkoreanischen Gebirge sind sie Hunger und Kälte schutzlos ausgeliefert. Die chinesischen Truppen treiben die Einheiten unerbittlich vor sich her. MacArthur konstatiert: Wir sehen uns einem völlig neuen Krieg gegenüber. Die Kälte ist mörderisch. Hunderte erfrieren. Bald können die Marines ihre Gefallenen nicht einmal mehr begraben. Die Truppen verbrennen alles Material, das sie nicht mit sich führen können. Es soll dem Feind nicht in die Hände fallen. Die Chancen der Verwundeten stehen schlecht. Bei Bluttransfusionen lässt die Kälte das Plasma gefrieren. Ihre Kleidung kann nicht aufgeschnitten werden, da sie sonst erfrieren könnten. Nur wenige überleben den mörderischen Rückmarsch und können evakuiert werden. Erneut trifft die Zivilisten das schwerste Los. Die amerikanische Wochenschau stellt den Rückzug als geordnet verlaufende Operation dar. In Wahrheit versuchen hunderttausende UN-Soldaten und Flüchtlinge verzweifelt, die Hafenstadt Hung Nam zu erreichen. Die Einheiten, die Befehl haben, den Rückzug zu decken, werden dabei beinahe aufgerieben. Was wir bisher erlebten, war der Eingang zur Hölle. Was jetzt kam, war die Hölle selbst, berichtet ein Marine. Die Tatsachen stehen im krassen Gegensatz zu den Bildern der amerikanischen Propaganda, die einen geschwinden Abmarsch suggerieren. Das Öl der Motoren friert ein, viele Soldaten sterben im Friendly Fire der eigenen Fliegerverbände, die sie für chinesische Einheiten halten. Der längste Rückmarsch in der amerikanischen Militärgeschichte, die 8. Armee. Unvorstellbare Szenen spielen sich ab. Die hatten keine Winterkleidung. Es sind mehr erfroren in dieser Phase als im Kampf umgekommen. MacArthur kriegt Anweisungen, die Truppe einigermaßen geordnet zurückzuführen, was kaum machbar ist. Die 8. Armee wird fast aufgerieben. In der nordkoreanischen Hafenstadt nimmt eine der umfangreichsten Evakuierungsaktionen in der amerikanischen Militärgeschichte ihren Anfang. Der Nationale Sicherheitsrat in Washington konstatiert unterdessen in einer Sondersitzung die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Truman schließt offiziell den Einsatz der Atombombe nicht mehr aus. Unterdessen erreichen Tausende von Flüchtlingen die überfüllte Hafenstadt Hung Nam. Sie hoffen verzweifelt auf einen Platz auf den amerikanischen Schiffen. Doch die Plätze sind begrenzt. Die Navy verlädt alles, was an Ausrüstung und Material zu retten ist, in ihre Transportschiffe. Die Truppen planen, die Stadt und alles, was sie nicht mitnehmen können, kurz nach der Evakuierung zu zerstören. Am 5. Dezember erobern nordkoreanische und chinesische Verbände Pjöngjang zurück. Anschließend marschieren sie auf den 38. Breitengrad. Die US-Regierung sieht sich in die Enge getrieben. Angesichts der militärischen Lage herrscht Panik unter den Vereinten Nationen. Kim Il-sung triumphiert. Ein britischer Kriegskorrespondent berichtet in diesen Tagen, jeder Offizier und Soldat der UN-Truppen habe nur einen Gedanken: Wie schnell kommen wir aus diesem gottverdammten Land heraus?
Kim kommen solche Äußerungen gelegen für seine Kriegspropaganda. Wir kämpfen einen gerechten Krieg für die nationale Befreiung, lautet seine Losung. Nordkoreanische Offiziere erhalten Auszeichnungen und Orden. Die Propagandaschlacht geht weiter, auch auf der anderen Seite des Globus. Auf einer Ausstellung in amerikanischen Aberdeen werden neben der Ausrüstung der US-Armee auch die von den Nordkoreanern erbeuteten Waffen gezeigt. Auch sowjetisches Kriegsgerät ist zu sehen. Vor allem soll die Ausstellung jedoch die technische Überlegenheit des amerikanischen Militärs illustrieren. Doch die Propaganda kann nicht übertönen, dass die USA gerade einen Krieg verlieren. Am 15. Dezember überquert die US-Armee den 38. Breitengrad erneut in Richtung Süden. Truman sieht sich gezwungen, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen. Er verkündet den nationalen Notstand. Das Ziel der auf die Welt losgelassenen Aggressoren ist die Weltherrschaft des kommunistischen Imperialismus, so Truman. Die Verteidigung der USA müsse unverzüglich gestärkt werden. Am 16. Dezember, daran kann man erkennen, wie dramatisch die Situation damals ist, verkündet Truman als erster und bislang einziger Präsident in der Geschichte der USA einen nationalen Notstand. Das heißt, es können nun Maßnahmen getroffen werden, sozusagen am Kongress vorbei, sehr viel schneller. Gleichzeitig wird beschlossen, das Militärbudget innerhalb eines Jahres zu vervierfachen. Von 13 Milliarden Dollar auf 52 Milliarden in einem Jahr. Gleichzeitig werden jetzt wieder Soldaten rekrutiert. Von 1 Million später auf 3,5 Millionen. Dieser nationale Notstand ist ein Zeichen einer Verzweiflung. Am 24. Dezember ist die Evakuierung der Marines aus Nordkorea abgeschlossen. Die von General MacArthur großspurig angekündigte Home-by-Christmas-Offensive ist nur noch Makulatur. Im Januar 1951 befinden sich die Truppen der US-Armee auf dem Rückzug durch Südkorea. Im Konflikt um Korea offenbaren sich die Fronten des Kalten Kriegs. Hinter der kommunistischen Intervention steht die Sowjetunion. Die UN-Kampftruppe besteht überwiegend aus US-Soldaten. Mehr als 3/4 der gefallenen GIs sind noch keine 25 Jahre alt. Die US-Regierung muss harte Entscheidungen fällen. So kam angesichts dieser größten bisherigen Niederlage der amerikanischen Nation zwangsläufig der Druck zum Einsatz der Atombombe auf. Und nun stand Truman, der Mann, der den Abwurfbefehl auf Hiroshima und Nagasaki gegeben hatte, und zum zweiten Male vor der Situation, einen Krieg siegreich zu beenden, aber um welchen Preis? Auch den offiziellen Kriegseintritt der Sowjetunion will Truman unbedingt verhindern. Hinter dem Konflikt in Korea lauert die latente Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Seit dem 31. Dezember läuft eine neue chinesische Großoffensive. Der US-Stützpunkt Pusan im äußersten Südosten Koreas wird für tausende Flüchtlinge zum sicheren Hafen. Am 4. Januar erobern die kommunistischen Truppen erneut Seoul. Der Oberbefehlshaber der UN-Streitkräfte, Douglas MacArthur, fordert den Einsatz der ultimativen Waffe. Inzwischen wird die Lage in Korea dramatischer. Und für MacArthur ist jetzt klar, nun muss die grundsätzliche Entscheidung gefällt werden. Und er verlangt von Washington nun Ausweitung des Krieges auf das Festland China, Bombardierung der wichtigsten Städte und das gleiche Mal mit Atombomben. 35 hat er gefordert, hat die Ziele mitgeliefert. Die Meinungen gehen in den entscheidenden Gremien in Washington ziemlich durcheinander. Die einen sagen, wir müssen da raus, weil dies ist die größte Falle, die uns Stalin gestellt hat, wenn wir hier uns verbluten. Zweitens, wir können menschenmäßig von der Anzahl her gegenüber China überhaupt nicht mithalten. Da kommt es auf 1 Million gar nicht an, das können wir gar nicht. Das heißt, Atomwaffen, diese furchtbare Erfindung des amerikanischen Geistes, können wir nicht schon wieder gegen Asiaten einsetzen. Es sei denn, Mao und damit natürlich Stalin wollen den großen Krieg.
Doch den wollen alle kriegsführenden Parteien verhindern, einschließlich der US-Regierung. Im Kampfgebiet abgesprungene Sanitäter versorgen Verwundete. Seit dem 25. Januar läuft die UN-Großoffensive Operation Thunderbolt. Unter schweren Verlusten ergreifen die Truppen erneut die Initiative. Die Feldlazarette sind überfüllt. Nach den folgenden erfolgreichen Operationen Killer und Ripper Ende Februar und Anfang März wird Seoul schließlich zurückerobert. Trotz der erfolgreichen Offensiven fordert MacArthur weiterhin öffentlich den Einsatz der Atombombe. Am 20. März hat der US-Präsident seine Entscheidung gefällt. Für Truman ist klar, angesichts dieser Situation, diesen Konflikt muss ich irgendwie beenden. Und er teilt das auch MacArthur mit, dass er beabsichtige, Waffenstillstandsverhandlungen einzuleiten. Und das kam bei MacArthur gar nicht gut an. Er sah sich da im Verein mit vielen anderen Militärs, mit vielen Rechtsrepublikanern in Amerika, die die Frage stellten, wofür sind wir in Korea? Um zu verlieren oder um zu siegen? Und MacArthur sagt, im Krieg gibt es keinen Ersatz für den Sieg. Und das war es dann für MacArthur. Truman nennt das später Subordination. Noch ist der Präsident der oberste Befehlshaber. Truman spricht ein Machtwort. Am 11. April entlässt er den einzigen Fünf-Sterne-General der amerikanischen Armee. Zu seinem Nachfolger bestimmt er Matthew Ridgway. Der charismatische General hatte Ende Dezember bereits das Kommando über die 8. Armee übernommen. Trumans Entscheidung steht fest: keine Atombomben auf die chinesischen Gegner. Am 10. Juli 1951 beginnen in Kaesong erste Verhandlungen um die Bedingungen für einen Waffenstillstand in Korea. In den vorangegangenen Wochen waren die US-Truppen in mehreren Offensiven bis kurz hinter die Demarkationslinie am 38. Breitengrad vorgestoßen. Von Munsan aus brechen die Delegierten auf nach Kaesong. Die Vorbereitungen der Gespräche gestalten sich schwierig. Bereits die Festlegung der Tagesordnungspunkte führt zu ersten Differenzen. Die UNO-Delegation führt US-Vizeadmiral Charles Turner Joy. Einen Monat zuvor hatte der sowjetische UN-Botschafter Malik signalisiert, auch die Sowjetunion wünsche einen Waffenstillstand zum frühestmöglichen Zeitpunkt. In den Diplomatenkreisen Washingtons rätselt man über die Motive, die die kommunistischen Verbündeten zum Einlenken bewegt haben könnten. Für Truman ist klar, dieser Krieg ist total unpopulär geworden in den USA. Es fehlt die Unterstützung und er entschließt sich dann relativ früh im März 1951 Waffenstillstandsverhandlungen zu führen und den Krieg zu beenden. Warum gehen die Kommunisten auf dieses Angebot ein? Die 8. Armee startet im März eine Gegenoffensive und etwa über 100.000 Chinesen sterben. Und Mao verlangt von Stalin, dass er bis zum Herbst 60 Divisionen neu ausstattet. Und Stalin sagt ganz einfach, das ist absolut unmöglich. Für Mao ist klar, Stalin, auf den kannst du nicht bauen. Du musst das auch hier beenden. Und deswegen stimmt auch Mao und auch Kim sowieso diesen Verhandlungen zu, in der Hoffnung, relativ schnell zu Ende zu kommen. Die nordkoreanischen Delegierten leiten zwar offiziell die Verhandlungen, tonangebend sind jedoch chinesische Generale. Die internationale kommunistische Propaganda stellt die Gespräche als Kapitulationsangebot seitens der UN-Truppen dar. Nach 6 Wochen gehen die gegnerischen Parteien auseinander, ohne den geringsten Konsens gefunden zu haben. Auch die Gespräche, die 2 Monate später am 25. Oktober in dem kleinen Grenzort Panmunjom beginnen, werden erfolglos abgebrochen. Am 7. Mai 1952 werden die Waffenstillstandsverhandlungen schließlich ganz ausgesetzt. Der Koreakrieg tritt in eine neue Phase.
die Atombombe blieb über den ganzen Krieg eine Option. Sie schwebt über dem ganzen Krieg, aber nicht als die einzige Option, sondern als eine von zweien. Die zweite Option, die sich durchsetzt, war der Stellungskrieg. Der Ziehharmonika-Krieg, einmal von Pusan zum Yalu und zurück, war zu Ende und es stehen sich pari pari zwei in etwa gleich starke konventionelle Bodenverbände gegenüber, zwei parallele Grabensysteme, und keiner von beiden ist in der Lage, das gegnerische System befestigt mit Beton, mit Stacheldraht, mit Maschinengewehren zu durchdringen. Dort friert der Krieg fest, aber er hört nicht auf. Aus einem Bewegungskrieg wird nun ein Verschleißkrieg. Während die Gespräche sich über ein halbes Jahr ergebnislos hinziehen, sterben Tausende in einem sinnlosen Grabenkrieg am 38. Breitengrad. Zugleich wird der Luftkrieg gegen Nordkorea noch einmal verstärkt. Das von der UN sanktionierte intensive Bombardement soll den Druck auf die Gegner erhöhen und sie zu Zugeständnissen zwingen. Am 29. August 1952 fliegen die US-Verbände ihren größten Luftangriff auf Pjöngjang. 1403 Bomber zerstören die Stadt vollständig. Während diese Waffenstillstandsgespräche stattfinden, gibt es dann die großen Bombenangriffe. Daraus kommen dann die meisten Opfer des Krieges. Das sind in der Regel Zivilisten gewesen. Also es gibt verhältnismäßig wenig militärische Tote. Das sind für die amerikanischen Truppen sind das 34.000 ungefähr und nochmal 6.000 von anderen Verbänden, also ungefähr 40.000, während auf der anderen Seite Millionen sterben, vor allen Dingen Zivilisten. Das liegt eben am Flächenbombardement aus großer Höhe, die alles das platt walzen, was überhaupt im Land sich befindet. Pjöngjang hat danach nicht mehr existiert, wie auch die meisten anderen großen Städte. 18 von 24 großen Städten sind völlig dem Erdboden gleichgemacht worden. Augenzeugen beschreiben das bombardierte Nordkorea später als Mondlandschaft aus glühender Asche. Der Luftkrieg der Vereinten Nationen, vollstreckt durch die amerikanische Luftwaffe, ist der intensivste und tödlichste, von dem die gesamte Militärgeschichte weiß. Die vorangegangenen Luftkriege gegen Deutschland und Japan weisen gegenüber den Städten eine Verlustquote von zwischen 1 und 1,5% auf. Selbst solche perfekten Operationen wie gegen Hamburg im Sommer 1943 und gegen Dresden im Frühjahr 1945 erzielen Verlustquoten nicht über 7%. Das bedeutet, dass 93% selbst der Bevölkerung von Hamburg und Dresden dieses Martyrium heil überstanden haben. Die Gesamtquote der nordkoreanischen Verluste beträgt zwischen 20% und 25% der Zivilbevölkerung. Und dies bedeutet, dass von einer Wohnbevölkerung Nordkoreas von 7 Millionen zwischen 2 und 2,5 Millionen dem Bombardement zum Opfer fielen. An die 450.000 Tonnen Bomben wirft die US Air Force im Verlauf des Krieges über Korea ab. Auf dem Flugzeugträger USS Philippine Sea starten und landen amerikanische Kampfpiloten in rascher Abfolge. Ein Sky Raider-Jäger wird mit Napalmbomben bestückt. Die Fliegerverbände setzen den neuen Kampfstoff in großer Menge ein. Aus niedriger Höhe abgeworfen, lassen die Brandbomben ganze Landstriche in Flammen aufgehen. Von der Wirkung eines Treffers dieser Bomben machen sich die meisten Piloten keinen Begriff. Napalm wird bald zum Inbegriff des qualvollen Todes.
Die Zielsetzung ist, ein nicht löschbares Feuer zu erzeugen. Ein Spritzer von diesen Kanistern, die eine Flüssigkeit enthalten, auf der Haut führt also hier zu einer Verbrennung, die durch nichts und gar nichts aufzuhalten ist. Es ist also eine für die Haut und den Organismus des Menschen nicht mehr zu behandelnde und meist tödliche Verletzung. Der Nagpalmkanister schafft das durch einen winzigen Spritzer. Und dann lodert alles auf. Alles, was sich in der Nähe einer solchen Explosion befindet, wird von einer klebrigen Substanz überzogen, die kaum wieder abwaschbar ist. Der unlöschbare Kampfstoff brennt mit etwa 1200 Grad Hitze. 1980 wird Napalm als unmenschliche Waffe geächtet und verboten. 70.000 Tonnen werfen die Luftstreitkräfte während des Koreakrieges über dem kleinen asiatischen Land ab. Millionen Zivilisten überleben das Napalmfeuer nicht. Die südkoreanische Hauptstadt Seoul ist nur noch ein Ruinenfeld. Nach ihrer vierten Eroberung ist die fast 3000 Jahre alte Stadt nahezu ausgelöscht. Kein Atomschlag in Europa hätte destruktiver ausfallen können als der dreijährige Luftkrieg über Nordkorea. Der Koreakrieg zeigt den Koreanern den Schauplatz dieses Krieges, den Untergang einer Welt. Auch dies war eine nahezu tausendjährige Zivilisation und sie wurde in einem Maße ausradiert, wie kein Land des Zweiten Weltkrieges pulverisiert worden ist. Tag und Nacht fliegen die Piloten von der USS Philippine Sea ihre Round-the-Clock-Raids. Den Kriegsalltag auf dem Flugzeugträger fängt der Regisseur John Ford mit seinem Team in eindrucksvollen Bildern ein. Im Auftrag der US-Regierung dreht er für seinen Film This is Korea Einstellungen in patriotischem Gestus. Der gefeierte Regisseur will Interesse wecken für den bei seinen Landsleuten so unpopulären Krieg. Doch sein Propagandastreifen fällt beim Publikum in den USA durch. Der Kinofilm spielt nicht einmal seine Produktionskosten ein. Am 38. Breitengrad setzt sich der Grabenkrieg unerbittlich fort. Gebietsgewinne können die kämpfenden Marines jedoch kaum verzeichnen. Die Verluste in den blutigen Hügelschlachten im Herbst des Jahres 1951 sind auf beiden Seiten extrem hoch. Von den Truppen der Vereinten Nationen fallen 60.000 Mann. Jeder Dritte ist Amerikaner. Die kommunistischen Verbände verlieren das Vierfache, knapp 240.000 Soldaten. Da sterben die Menschen. Es wird um Hügel gekämpft, Hamburg Hill und sowas, vollkommen sinnlos, das Blutvergießen. Diese 38 Breitengrad geht hin und her, ein paar Meter hin, ein paar Meter zurück. Dann haben wir Wahlkampf 52. Und der Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist Eisenhower. Und sagt, ich beende den Krieg. Mit dem Ticket gewinnt er die Wahl. Der neue Präsident und sein Kabinett setzen alles daran, den Krieg schnellstmöglich zu beenden. Eisenhower und Nixon, Vizepräsident, und John Foster Dulles, Außenminister, verfolgen eine ganz neue Strategie damals. Also Containment war sozusagen noch von Truman. Nun Rollback, also kommunistisches Gebiet zu befreien. Und die amerikanische Regierung beschließt einen massiven Atomschlag, eine Ausweitung des Krieges, mit nicht taktischer, sondern massive strategische Anwendung von Atomwaffen. Die Stabschefs schlagen vor, den Krieg auf China auszuweiten. Über die Möglichkeit eines daraus resultierenden Dritten Weltkriegs ist man sich im Klaren.
Eisenhower lässt durchsickern, dass er im Gegensatz zu seinem Vorgänger Truman durchaus bereit sei, Atombomben einzusetzen. Atomtest in der Wüste von Nevada. US-Soldaten werden gezielt atomarer Strahlung ausgesetzt, um ihre Wirkung auf feindliche Streitkräfte zu studieren. Bereits am 1. November haben die USA ihre erste Wasserstoffbombe gezündet. Ivy Mike ist 1000-mal stärker als die Atomexplosion in Hiroshima. Am 5. März 1953 trifft es die Welt wie ein Schock. Josef Stalin, Herrscher über die Sowjetunion, ist tot. Und nun luden sie die chinesischen Genossen vor. Und Molotow eröffnete ihnen in dürren Worten, dass sie unter diesem Krieg einen Schlussstrich zu ziehen hätten, dass man nicht daran dächte, sie weiter zu munitionieren, dass sie sich bei den Friedensverhandlungen nachgiebig und flexibel zu zeigen hätten und dass die Sowjetunion fortan eine Zeit lang mit sich selbst zu tun haben würde. Mao sieht sich zum Einlenken gezwungen. Nicht nur haben die USA zu erkennen gegeben, dass sie vor einem großen Krieg nicht mehr zurückschrecken würden, auch Maos Erzfeind Chiang Kai-shek würde durch sie nicht mehr von einer Invasion Chinas abgehalten. Am 30. März 1953 werden die Waffenstillstandsverhandlungen wieder aufgenommen. Es gab ungefähr 100.000 Kriegsgefangene und davon waren ungefähr 14.000 Chinesen. Und jeder vierte von denen hatte keine Lust, in das Land der Zukunft zurückzukehren, sondern wollte in ein Land seiner Wahl am liebsten im Westen bleiben. Das widersprach nun dem ganzen Befreiungsethos des kommunistischen Krieges. Nun waren die Amerikaner, wie man im Pentagon und eigentlich im Weißen Haus einsah, durchaus durch nichts, durch keinen Rechtssatz verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Gefangenen in ein Land von deren Wahl zu spedieren, sondern sie waren durch die Genfer Konvention explizit und sonnenklar dazu gehalten, sie in ihr Vaterland zu geleiten. Aber nachdem man nicht einen Meter in diesem Krieg gewonnen hatte, hatte man doch einen moralischen Sieg dadurch erfochten, dass selbst der Gegner nicht in sein Paradies zurück wollte, sondern überlaufen in den freien Westen. Und auf diesen moralischen Erfolg wollte man nicht verzichten, sondern stellte sich in diesem Punkte stur. Der südkoreanische Präsident Syngman Rhee will sich den möglichen Gesichtsverlust der Kommunisten zunutze machen. Mit allen Mitteln versucht der Autokrat, die Pläne der Vereinten Nationen zur Annäherung der Kriegsgegner zu hintertreiben. Rhee fürchtet um seine Machtposition als Staatsoberhaupt, die er durch einen Waffenstillstand in Gefahr sieht. Derjenige, der wohl am meisten dagegen hatte, war Rhee, der im Süden saß und befürchtete, dass danach die UN-Truppen abgezogen werden und der Krieg wieder von vorne anfängt ohne UN-Truppen. Wenn wir das unterschreiben, begehen wir Selbstmord. Ein Zitat von ihm. Natürlich gab es vorher auch andere Versuche, das noch zu konterkarieren. Von Rhee ist bekannt, dass er Nordkoreaner vorher freigelassen hat. Also mehrere 10.000 müssen es gewesen sein, die aus Lagern vor dem Waffenstillstand freigelassen wurden, damit sie in Südkorea bleiben können, wenn sie wollen. Rhee hofft, seine eigenmächtige Aktion werde die Kommunisten provozieren, den Verhandlungstisch zu verlassen. Doch die Freilassung 26.000 Kriegsgefangener hält das Ende der Kampfhandlungen nicht mehr auf. Schließlich einigt man sich, die Gefangenen in ein Land ihrer Wahl zu entlassen. Auch die neuen Landesgrenzen Nord- und Südkoreas sind schnell festgelegt. Es war überhaupt nicht undenkbar, dass man sich gegenseitig auf irgendetwas Mittleres einigen konnte. Was konnte das Mittlere nur sein? Der Status quo. Alles zurück. Wir lassen den 38. Breitengrad die Demarkationslinie sein.
so wie Berlin. Ja, also hier, da treffen diese beiden Welten aufeinander, aber schießen nicht aufeinander, sondern da stehen sie und hüten in Frieden ihre Imperien. Ein Gleichgewicht des Schreckens, ohne Blut und ohne Tote. Die Unterzeichnung des Waffenstillstands findet in einer Baracke statt, die inmitten des entmilitarisierten Streifens auf dem 38. Breitengrad liegt. Die Feindseligkeiten auf beiden Seiten des Verhandlungstisches scheinen noch immer unüberwindbar. Es gibt keinen Friedensvertrag, gar nichts. Nur ein Waffenstillstand. 3 Jahre Krieg enden ergebnislos. Am 27. Juli 1953 um 14.30 Uhr meldet Ridgways Nachfolger General Mark Clark den Vollzug der Unterzeichnung per Telegramm nach Washington. 12 Stunden später schweigen die Waffen in Korea. Der Konflikt um die Einheit Koreas schwelt weiter, auch wenn die Waffen schweigen. Waffenstillstand hieß eben auch, dass es keine Verhandlungen über Frieden geben konnte, sondern ein Einmauern im Grunde genommen auf dem Stand von 1953. Und genauso ist die Grenze auch, wenn man sie sich anschaut. Während der Kalte Krieg global eigentlich zu Ende gegangen ist, ist dort noch der Kalte Krieg da. Auch nachdem der eiserne Vorhang im Rest der Welt gefallen ist, ist die Grenze, die das Land in Nord- und Südkorea teilt, noch immer undurchdringlich. Die Demarkationslinie ist noch immer die am schärfsten bewachte Grenze der Welt.